Für die traditionelle Sepp Kerschbaumer Gedenkfeier in St. Pauls war es heute die zweite, pandemiebedingt reduzierte Fassung. Doch am Inhalt und dem Grundgedanken der Zeremonie hat es nichts geändert. Es ist ein Gedenken an den Südtirol-Attentäter Sepp Kerschbaumer, der gestern vor 57 Jahren in der Haft einem Herzinfarkt erlag. Südtirols Fahnen wehen hoch, wenn am 8. Dezember Sepp Kerschbaumer gedacht wird. Dabei wollen Schützen und Heimatbund die Fahne der heutigen Südtirol-Autonomie gar nicht so hoch halten. Vielmehr soll der Kampf für eine, wie Kerschbaumer sagte, Entsklavung von Italien nicht aufgegeben werden. Es geht auch um die Gefahr der Verwässerung erworbener bzw. alter Rechte. Diese Gefahr besteht immer, deswegen nicht nur das Gedenken, sondern die Fortsetzung des Erbes der Südtiroler Freiheitskämpfer mit modernsten Mitteln dafür einzutreten und zu kämpfen, dass wir vom Staat Italien loskommen, in eine gesicherte Zukunft gehen können. Pandemiebedingt musste die Kerschbaumer-Feier auch heuer wieder in reduzierter Form abgehalten werden, auch wenn die Infektionslage hierzulande noch etwas besser ist als im österreichischen Teil Tirols.